Lol. Das sehe ich jetzt erst, das. Ja, das ist ein sehr schöner Anfang. Erstmal hallo zur zweiten Kampagne von Amerika. Das müsste Industrialisierung sein. Aber lol, es gab, glaube ich, also zur Dings, zum Verständnis, heute ist der 29.09.2019, das ist gerade 13:55 Uhr, wo ich es aufnehme. Und ich glaube, gestern, bevor ich den Stream gestartet habe von EuroTruck Simulator 2 Staffel 3 Reloaded, gab es ein Update von OBS Studio und jetzt sehe ich auch erst, was es gemacht hat. Wenn ich jetzt die Aufnahme starte, ist rechts neben dem Aufnahme starten Knopf so gesehen, beziehungsweise Aufnahme stoppen, weil die ja gestartet ist, ist da jetzt so ein Pausezeichen. Das heißt, man kann die jetzt auch scheinbar pausieren. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die ich garantiert nicht machen werde, weil das doch ziemlich buganfällig klingt. Kampagne, genau. Amerika, Das ist das richtig. Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja. Beweise dein Talent und Ja. schaffe den Aufstieg zum mächtigsten Transportunternehmer des mächtigsten Landes der Welt. Kampagne, Kampagne, Kampagne. Stahl, das ist der Stoff, aus dem der Fortschritt gegossen wird. Alles ist möglich. In Pittsburgh, der Metropole der Stahlindustrie, laufen die Hochöfen auf Hochtouren. Die Stahlproduktion eröffnet neue Perspektiven für die Errichtung von Bauwerken, für die Produktion von Maschinen und nicht zuletzt auch für die Eisenbahn. Die Menschen strömen in Scharen in die Stadt. Arbeit gibt es mehr als genug. Helle Köpfe tüfteln an Erfindungen und neuen Technologien. Schon seit Jahrzehnten wird mit einer neuartigen Kraft namens Elektrizität experimentiert. Doch nun scheint der Durchbruch in greifbarer Nähe. Vielleicht können bald selbst große Maschinen mit elektrischen Kräften angetrieben werden. Ein neues Zeitalter ist angebrochen. Wer jetzt seine Chancen nutzt, den erwartet eine goldene Zukunft. Muss noch mal kurz hier. Ja, das ist, glaube ich, gut, weil. So, jetzt passt das. Zack. Ja, hier. Wir werden alle Medaillen nicht bekommen. Das steht schon mal fest. Die Westinghouse-Werke sollen mindestens 8 Maschinen in einem einzelnen Monat produzieren. Also, ich weiß nicht mal mehr, wie viele wir jetzt bei der ersten Kampagne gemacht haben, aber ich habe was beim. Im Westen Ja, liegt die blablabla, ich habe jetzt beim. Stahl. Das ist der Stoff, aus dem der Fortschritt Moment. gegossen wird. Alles. So, ich habe ihn mal für euch gemutet. Ja. Ich weiß nicht mal, wie das da gewesen ist. Ich habe es einfach ganz schnell. Ich mute das nicht nur für euch, ich finde es auch für Bla, mich. Ich mache den einfältiger Sub da wieder an. Bauerntölpel und Und wilder mute ihn jetzt einfach so. Moment, man Eingeborener, hört ihn ja der selber noch. Hör ich ihn? Fortschritt Och. bringen. Doch der Transport. So, für euch aus, für mich aus. So, meine Güte. Ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau, wie es damals gewesen ist. Ich habe es einfach im Speedrun das quasi fix gemacht. Da waren zwei, sind zwei Medaillen rausgekommen. Ist jetzt aber auch nicht so wirklich wichtig. Mir ist halt nur eher wichtig, in Anführungszeichen, dass ich die Kampagne durchmache und so weiter. Produktionsbetrieb haben wir jetzt. Das ist machbar, denke ich mal. Sorge dafür, dass der Zug nach Monroe will, mindestens 70 Personen auf einmal transportiert. Weiß ich nicht. Hindere Dr. Brown an seinen brutalen Machenschaften. Wir werden sehen. Überzeuge alle Bezirke bis zum Jahr 1890 von der Wechselstromtechnologie. Puh. Und überschütte Tesla mit Kohle. Ich weiß echt nicht mehr. Ich weiß, ich kann jetzt wieder Odin, enden. Er ist schon durch. seit Jahrzehnten wird mit einer neuartigen Doch nicht, Kraft nevermind. namens Elektrizität experimentiert. Doch nun scheint der Durchbruch in Greif. Dann wieder aus für euch. Habe ich nicht sogar einen Tastenknopf dafür? Geben werden. Ende.
Wir werden ja mal gucken, wie es so läuft. Ich hoffe, ich werde das schaffen. Ich meine, ich habe schon mal gemacht und habe dann unterbrochen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja. Ah, er ist durch. Perfekt. Dann rücken wir mal endlich mal auf Start. Es war ja schon wieder 5 Minuten in einer Moderation unnötig. Wir schreiben das Jahr 1880 in Pittsburgh, der Hochburg der weltweiten Stahlproduktion. Ein idealer Zeitpunkt, um in die Stahl- und Maschinenindustrie zu investieren. So stellen wir sicher, dass unser Unternehmen stets die besten Dampfrösser im Stall stehen hat. Unser Freund George Westinghouse, der mit der Erfindung der Druckluftbremse den Bahnverkehr revolutioniert hat, führt seine Geschäfte vom Örtchen Monroeville aus, wo er sich mit der Erforschung der Elektrizität beschäftigt. Er bietet uns eine Beteiligung an seinem Unternehmen an, wenn wir ihm im Gegenzug dabei helfen, seinen ärgsten Konkurrenten zu überrunden und dem von ihm favorisierten Wechselstromsystem zum Durchbruch zu verhelfen. Okay, ja, mit eigenen wissen wir ja, was so gemacht werden soll. Moment, Westinghouse, bla bla. Wir starten einfach mal die Mission. George Westinghouse ist überzeugt von der Überlegenheit des Wechselstroms und möchte in seiner neu erstellten Manufaktur bald allerlei Beleuchtungsapparaturen und Motoren herstellen. Allein, die Westinghouse-Werke sind nicht eben gut erschlossen. Eine direkte Eisenbahnverbindung zwischen der Stadt und dem Örtchen Monroeville würde einiges erleichtern. Die Arbeiter wären nicht schon müde vom Fußmarsch in die Fabrik, wenn sie zu ihrer Schicht antraben. Okay, Monroeville und Pittsburgh Central und das sind Personenzüge in den beiden Dings pendeln. Ja, Pittsburgh Central. Ist jetzt die Frage, wo es jetzt am besten wäre, jetzt hier den Dings zu platzieren. Es geht sowieso nicht im Pause-Modus, ne? Oh, oh Gott. Ne, doch, geht sogar doch. Okay, bei der ersten Mission ging es nämlich nicht. Interessant. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Warum machen wir mal in Pittsburgh, das gerade nicht auswählen kann? Moment. Hä? Also. Geht das jetzt? Nö. Okay, dann lassen wir das erstmal pausiert. Ist halt die Frage. Direkt hier anschließen, beziehungsweise hier. Boah, ich würde schon fast sagen, einfach ja, oder? Die Frage ist halt, wie weit geht Pittsburgh East denn, ne? Das ist halt das Problem. Das weiß ich halt nicht. Aber ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal. Können hier einen Kopfbahnhof einfach hin platzieren. Was haben wir es auf alle Fälle garantiert? Will denn das jetzt nicht? Warum will denn. Was ist denn das jetzt wieder für ein Mist hier? Raustabben, reintabben. Okay, jetzt. Ich merke, ich habe schon wieder diese blöden Grafikfehler, wo dann wieder einfach mal dieser schwarze Bildschirm da rumflackert. Warum ist denn das jetzt schon wieder so? Verstehe ich nicht. Muss ich glaube ich auch nicht verstehen. Immer wieder neue Probleme. Vor allem, das war ein altes Problem. Das hatte ich doch schon mehr oder weniger gelöst gehabt, oder nicht? Das war doch eigentlich behoben. Einfach mal hier eine Straße platzieren.
und dann mal gucken, vielleicht gibt es hier eine schöne, schöne Verbindung. Gott. Machen wir es mal Schritt für Schritt, dass wir nicht unnötige Tunnel bauen. Warum fahren wir denn noch richtig? Oh Gott, nee, überhaupt nicht. Das war ja jetzt ein bisschen suboptimal. Ich verstehe auch nicht, warum die jetzt plötzlich wieder da sind. Das war ja vorher nicht gewesen. Gott, oh Gott. Dann machen wir es halt mal eine Brücke. Ja. In Monroe ein- oder aussteigen lassen. Ah, das kriegen wir aber hin. Soll wir hinkriegen, ist ja easy. Und ein Depot wollte ich. Puh, ist ja jetzt die Frage. Wollte ich nicht. Wir können das Ganze ja zumindest schon mal provisorisch auf zwei Gleise aufbauen. Aufbauen, genau. Ausbauen. Meine Güte. Ist denn. Was ist hier so am Rum? Probleme bereiten. Oh Gott. Bis hier und dann langsam wieder eingleisig. Das heißt, hier ein Signal. Wo habe ich es platziert? Dort. Einfach mal schräg gegenüber. Dann braucht er hier auf alle Fälle eins. Sollte, denke ich, reichen. Ja, dann, ne? Fangen wir mal an. Züge kaufen. Oh Gott. Welchen nehmen wir? Er ist ja schon schnell, ne? Da wollte ich sagen, nehmen wir den. Lassen wir es erstmal bei 32 Passagieren. Kann man ja immer noch erweitern. Falls das überhaupt relevant ist, natürlich. So, Linie 1. Oh Gott, meine Güte. Diese Lags. Von Monroeville nach Pittsburgh Central. Pittsburgh Central. Ja, jetzt 32, das könnte jetzt ein bisschen dauern.
Ja, ist jetzt die Frage. Ja gut, was ist die Frage? Es sind kaum Leute, das heißt, wir werden erstmal den rüberjagen über die Strecke. Das ist gerade die Frage, die Strecke geht auch auf beiden Gleisen perfekt. Genauso wie es sein soll. Gar nicht, echt nicht, ich weiß halt echt nicht mehr, ob das jetzt eine Rate von 44 ungefähr Jahresdurchsatz pro Station. Jahresdurchsatz. Heißt das 44 Mal halten wir dort an oder 44 Leute werden dort erwartet? Ist das eine Durchsatzrate oder gehen halt rein und raus durch den Bahnhof durch? Was auch immer das bedeuten soll. Fakt ist, es wartet noch nirgendwo jemand, aber ich glaube, wir brauchen für Monroeville brauchen wir auch tatsächlich eine Haltestation. Haltestation, genau. Ein Weg dahin. Also. Das ist ja nicht so weitreichend. Einfach mal ein Depot und holen ein paar Leute ab. Damit der Kletterradar auch genutzt wird. So, einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Dann beim Bahnhof. Dann hier. Dann fahren wir nach Ort. Dann nach hier. Und dann nochmal hier halten und das sollte reichen. Mit den Grafikfehlern jetzt wieder so, mit dem Flackern, das weiß ich halt echt nicht. Monroeville 1. Ah, das ist eine relativ große Strecke. Oh Gott. Postkutsche. Ist halt schon ein bisschen effizienter, ne? Lass uns aber erstmal bei 5. Oh, wir haben schon 26. Never mind. Das war echt ordentlich Bewegung hier, ne? Wie groß sind eigentlich gerade die Städte? Dem Betrieb der Elektromanufaktur in Monroeville steht nichts mehr im Wege. Wir sollten George Westinghouse dabei helfen, seine Produktion ins Rollen zu bringen. Wachstum, Wachstum und nochmals Wachstum lautet die Devise. Nur wenn die Produktion rund läuft, wird unser Freund über die Mittel verfügen, um bei der Erforschung des Wechselstroms den entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Und das ist absolut in unserem Interesse. Denn der Profit von Westinghouse ist auch unser Profit. Alles klar. Moment, gibt es auch. Okay, es gibt nur solche Cargo Stations, ich dachte. Ja gut, ja gut, sagen wir mal. Ja, dann, Moment, wir gucken, wenn wir schon mal gerade hier sind. Das wollte ich nicht. Das wollte ich jetzt nochmal machen.
Blick machen. Moment, wo soll das denn nochmal hin? Ne. Westinghouse Machine Factory. Die ist da. Man, die soll ja nur produzieren und nirgendwo bestimmt hinliefern, ne? Nö, also wir können ja auch hier nach Monroeville gehen. Ah, jetzt kann ich drauf drücken. Das heißt, wir würden dann einfach mal Maschinen für Monroeville, würde ich sagen, produzieren. Also der Weg ist ja nicht mehr so weit. Wo war denn das noch? Da haben wir es. Industriegebiete haben wir sogar hier, das ist schon mal gut, da sind wir doch sehr nah dran. Der Weg ist auch gar nicht weit. Also, kein Sarkasmus. Es ist halt die Frage, glaube ich, mehr Sinn dann hier zu platzieren in der Nähe. Kriegen wir hier die Straße noch rüber? Ne, ist nicht möglich. Schade, hätte so schön sein können. Auf der anderen Seite. Sehen wir das schon mal? Haben wir das prinzipiell schon durch? Maschinen brauchen Bretter und Stahl. Ich würde sagen, wir machen einen weiteren Schienengedöns. Kommen die an? Kommen so viele an. Oh. Ich denke, auf drei Gleise gehen. Die Frage, ob es sich lohnt. Ich muss mal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen von dort nach da. Von. Ist hier noch was in der Nähe? Nein, überhaupt nicht. So, von dort nach hier, von da nach da nach da und von hier nach hier. Machen wir mal einfach auf 1 weiter, damit wir ein bisschen Geld reinbekommen. Sieht es überhaupt da aus? Ja gut. Da geht auch ein Kopfbahnhof, da geht ein Kopfbahnhof und da ein Zwischenbahnhof. Kriegen wir den ja sogar. Nee, kriegen wir den so platziert? Nee, ich glaube nicht. Nur 2. Wobei wir brauchen nicht mal 2. Einer reicht auch aus. Dann hier wieder ein Kopfbahnhof. Legen dann einfach dieses Gleis von dem hier einfach daneben her. Oder auch nicht. Ja. War ein super Plan, hat geklappt. Ich hoffe, das lohnt sich überhaupt. Ich hoffe, das wird nicht zu teuer. Sonst mal, dass wir ein Upsi zu beginnen. So. Dann verbinden wir mal. Wobei, das ist noch nicht wirklich relevant gerade. Ich muss jetzt mit. Ups, speichern. Das
erstmal die beiden hier verbinden. Machen wir es mal möglichst wenig Schritten. Ups. Damit es möglichst günstig ist. Und schlängeln uns dann jetzt hier gleich hoch. Scheinbar ist es. Ich glaube, es flackern das aber nicht ständig. Oder das ist mir gerade. Boah, es fällt mir gerade nicht auf. War nicht möglich. Ich glaube, das war nur gerade temporär. Die Höhenlinie wäre gerade gut. Okay, das geht ja auch nicht steil hoch. Vielleicht machen wir hier ein paar Serpentinen hin. Das war jetzt nicht sonderlich schnell. Ja. Aber ich glaube, es bleibt uns leider nichts anderes übrig. Willen. Es könnte noch etwas dauern, bis wir dort sind. Ja, wir kriegen das schon hin. Hoffe ich mal. Ganz gut aus. Ja, das wird cool, wahrscheinlich wird es eng sein. Ah, verdammt. Oder vielleicht am besten hier noch weiter lang. Ich denke schon. Ja, habe ich mir genau die richtige Strecke ausgesucht. Um Geld, kein Geld zu bekommen. Vielleicht ist es hier auch echt besser. Ist nicht ganz so steil, geht zwar auch hoch, aber. Wir müssen ab hier sogar schon dahin. Wie gut, dass wir so viel Geld auch verdienen. Wir haben ja quasi Millionen. Ja, wir werden wahrscheinlich gleich wieder ein Darlehen aufnehmen müssen.
wäre jetzt auch wieder ein bisschen kostspielig, aber. Ups, da bleibt uns jetzt gerade nichts anderes übrig. Ah, perfekt. Puh! Jetzt haben wir den Weg zumindest schon mal geschafft. Oh Mann. Jetzt kommt hier noch eine Brücke, das ist ja auch wieder bescheiden. Von dort kommt, was das heißt. Der. Gehen zwei jetzt gerade nach rechts. Wo gehen sie rüber? Ja, ungefähr dort. Teures Unterfangen. Verdammt teures Unterfangen. Vielleicht erst den Kohlezug machen sollen. Oh Mann. Kommen wir das straight hin? Ich glaube schon, ne? Da hinten kommen auf alle Fälle, aber halt auch preisgünstig. Ich denke aber. Das ist eine leichte Kurve. Gott. 10 Stunden später haben wir es geschafft. Gut, ich gehe aber auch gerade wirklich auf. Das Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern. Wir sind demnächst pleite. Aber wenn wir bereit sind, unterwürfigst zu betteln, lassen unsere Geldgeber einen kleinen Überbrückungskredit springen. Für sind das? 3 Millionen, nehme ich. Ja. Ist ja jetzt gerade die Frage, wo nehmen wir dann, wo schauen wir das Depot hin? Würde nämlich sagen, wir nehmen ein extra Depot. Ich würde es lieber hier unten haben wollen, weil. Jetzt nehmen wir auf, gehen wir auf 2. Wenn wir so verfahren, gehen wir hier auf 2. Gehen wir mal lieber auf 1. Das war jetzt bescheiden, weil wir dieses hier noch haben, aber. Ja, war bescheiden. Hauptsächlich, weil es bescheiden aussieht. So. Dann wollen wir mal gucken. Linie 1. Also Holzlinie. Holz. Holz. Oh Gott. Holz beginnt hier oben. Hält dann hier. Ne, Moment. Holz, Holz und Bretter. Ja. Wissen denn.
Amerika. Nennen wir es einfach mal Wooden Path. Das ist auch schön, oder nicht? So. Terminal 2, Terminal 2 passt. Was haben wir uns auch nicht erwartet? Ja, dann fahren wir mal los. So, was heißt, fahren wir los? Erstmal hier. Oh Gott, Wagen. Auf einen Güterwagen brauchen wir für den anderen. Rungenwagen brauchen wir. Und mach das mal automatisch. Gehen wir einfach mal auf. Es kommt einem so wenig vor, ne? Wir belassen es erstmal bei. Okay, wir lassen es bei 6. Dinge zuweisen und Wooden Pass. Ich bin ja echt gespannt. Okay, wir sollten jetzt gleich, glaube ich, hier diesen Kreis weg haben, weil wir das einen abgeschossen haben. Ich bin ja mal gespannt, wie viel das jetzt hier bringt. Ob wir dadurch zumindest ein bisschen Geld auch mit reinbekommen oder nicht. Das. Da bin ich sehr gespannt, muss ich zugeben. Ja, die Frage ist. Der reicht bis dahin, aber nicht bis dahin. Das heißt, oh Gott. So, und weil es so schön ist. Oder so schön war. Platzieren wir jetzt hier den. Dafür könnte ich einfach sagen, hier, nimm nur das und das an, ne? Ja, schade. Wäre zumindest schön gewesen. Und dann nochmal einen hier. Weil das so eine kurze Route ist. Haben wir schon. Haben wir schon Straßenfahrzeuge, weil das so eine kurze Tour ist. Passagiere in Monroe will ein- oder aussteigen lassen. Hervorragend. Haben wir abgeschlossen. Baumstämme, Bretter. Kohle geht auch. Eisen jetzt geht auch. Brauchen wir aber nicht. Bretter wusste ich ja schon geht. Und Maschinen geht auch. Perfekt. Dann hole ich mir einfach mal. Ne, Baumstämme brauchen wir nicht. Wir brauchen Bretter. Hole ich mir einfach mal. Also so eine kurze Tour und die Strecke ist so ewig lang, wir brauchen nur einen davon. Neue Linie von hier nach da. Ja. Fällt mir auf, ich glaube, ich wollte eigentlich das Spiel auf Englisch lassen oder wieder zurück auf Englisch stellen für die Kampagnen in Amerika. Aber gut, dann machen wir es bei Kampagne 3 oder so. Ja. Planks One. Brauchst du eigentlich noch lange nicht fahren, weil. Pittsburgh Southside. Was ist denn das hier für ein Halt? Southside Süd. Okay. Fahren wir einfach mal mit. Beziehungsweise fahren wir nicht mit. Und ganz wichtig, pausieren den Kram erstmal. Okay, das ist verbunden, das ist schon mal gut.
In Hoffnung, dass er jetzt auch hier angeschlossen ist. Ernsthaft. Oh, das ist doch... Das ist ja sehr belastend. Dazu kommt, das ist auch noch teuer. Rasenpass verkaufen. Eins. Oh Gott. Automatisch. Linie zuweisen. Neue Linie. Da. Von dort. Nach hier. Ja. Wie wir das nennen? Keine Ahnung. Wir machen mal wieder weiter. Wir nennen es, da wir es Planks genannt haben, nennen wir es einfach mal Woods. Wood. Planks. Ja. Keine Ahnung. So. Problem ist, hier sind halt einfach noch keine, die produzieren halt noch nicht. Das ist das Problem, deswegen beschleunigen wir mal. Die Strecke ist halt echt ultra lang. Hier haben wir Eisenerz, Iron Ore Mine. Oh doch! Jetzt doch was. Da wollte ich hin. Das ist schon mal gut. Das heißt, 14 haben wir schon. Das heißt, der hier bekommt auch gleich ein bisschen was zu tun mit hin und her fahren. Wir haben zumindest schon mal zwei Wagen voll. Das ist ja schon mal etwas. Gehört haben, war es eine sehr, sehr scharfe Kurve. Scheint ein bisschen eng gewesen zu sein. Zumindest zum Quietschen. Also. Aber es hat schon mal eingebracht, das ist schon mal gut.
Loks sind auch direkt hier hingekommen. Das wollte ich machen. Ich drücke immer auf 3, ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht, welches Spiel hat denn irgendwie die Geschwindigkeitserhöhung auf 3? Ist das die Skylines? Kann das sein? Wir machen eine Linie so. Gut, Planks und Wooden Planks kann nichts machen, weil da gar nichts kommt. Jetzt haben sie jetzt ja gerade ein bisschen Geld. Ach, das heißt Geld, die haben Dings, Cargo. Die sind aber auch voll, ne? Hier Monroeville, 1 und Monroeville Pittsburgh. Das sollten wir mal überlegen, ob wir da nicht vielleicht mal ein bisschen rein investieren nochmal. Ich meine, das als Einnahmequelle wäre nicht schlecht. 144.000 sind ein bisschen wenig. Und da sind schon direkt Bretter. Nicht schlecht. Lager ist nichts. Potenzial 128. Okay. Aber das ist ja kein Problem. Da kommt da gleich wieder ein bisschen. Ach, da ist immer noch Holz. Okay. Aber das ist ja kein Problem. Da kommen gleich noch Bretter. Heißt, die Produktionslinie, die kommt jetzt so langsam. Langsam kommt die so ein bisschen ins Rollen, das ist schon mal gut. So, da lädt er jetzt ab. Und die Bretter stapeln sich direkt da. Perfekt. Wurden ein paar 10 Minuten, die anderen 4 Minuten. Ob ich so 3 Minuten 46, das passt eigentlich. Der hat jetzt nicht viel, der ist jetzt full. Ich glaube, da können wir schon bald wieder einen zweiten dazu holen. Kriegen wir uns mal das vorstellen. So, abladen und der nimmt jetzt 5 erstmal mit. Okay. Einfach rum da. Ne, wir warten noch mal ab. Wenn da gleich immer noch Bretter sind, ach, Bretter Holz ist, wenn er wieder zurückkommt, dann auf alle Fälle. So, Wooden Pass macht jetzt auch schon mal ein bisschen Profit. Wobei sind wir am Anfang des Jahres, eben am Ende des Jahres. Sehr schön, Profit ist sehr gut. Und die 2-6-Mogul und Frontenac. Frontenac, Frontenac, whatever. Irgendwas in der Art. Monroeville. Ich glaube, ich hole mir ein Straßenfahrzeug. Oder vielleicht auch ein paar mehr. Und für Monroeville 1. Wie viele warten denn da? Da warten 33, da passen 32 rein. 34 waren da mittlerweile. Belassen wir es schon mal dabei. Ist die Linie ist zumindest schon mal ausgereizt, das ist schon mal gut, aber ich, oh no. Geh mal bitte ins Depot, du brauchst ein paar mehr Waggons. Haben wir den genommen oder haben wir den genommen? Danke, wir haben den genommen, ne? 2 Stück von denen, ja. Zack. Und dann ab geht's wieder. Das sind zum Beispiel 48 rein. Okay, Wooden Dings holt schon wieder Holz. Wo haben wir es denn hier da oben? Da oben wartet. Okay, Holz wartet da oben extrem. Ja, wir brauchen definitiv.
Am besten ja noch zwei Stück. Ihn hier zuweisen. Planks. Ne, Wooden Planks, ne? Scheiße. Wooden Planks. Wooden Planks. War ja noch jemand? War das nicht drei? Oder waren das nur zwei? Ne, waren zwei, okay. Dann 59 warten, ne? Okay, jetzt ist er mittlerweile auch in der Range. Das heißt, der Schritt von da nach da ist eigentlich komplett irrelevant, aber gut. Produktion 20, im Lager ist nix, okay. Aber es liegt daran, weil sie es mittlerweile von hier holen und nicht von dort. Dann müsste ja jetzt was im Lager sein, oder? Ja, ein bisschen zumindest. Haben wir zumindest schon mal drei, die jetzt... Das ist halt immer noch 49, das ist halt einfach viel zu wenig. Müssen wir definitiv nochmal aufstocken. Was geht denn jetzt hier ab? Nicht raus, Tippe. Bleibt die Musik noch? Ja, perfekt. Okay, Mann, hallo. Irrelevant. Lass mal auf. So, ups. Okay, jetzt geht dann schon mal hier ein bisschen runter. Produktion 40. Wie viel stapeln sich jetzt mittlerweile hier? 20, immerhin. 25. Die Produktion läuft zumindest schon mal so langsam. Ich glaube, die nächste Linie, die ich halt wirklich beende oder vollende für... fährt der jetzt damit? Der fährt mit Planks, der fährt mit Rittern. Was haben die denn für ein Lagerpotenzial? Oder im Lager? Gibt es denn gibt's zu viel Lager? Ich stelle mir gerade die Frage. Aua. Ja, ich werde dann, denke ich mal, gleich die Linie, weil als nächstes werde ich dann diese Linie machen, beziehungsweise den Bahnhof schon mal platzieren. Wird wieder ein Kopfbahnhof. Nein, das wollte ich nicht, ich wollte das Höhenprofil haben. Warum geht denn das da so komisch ab? Auf andere Seite. Wir machen das dann hier und noch und kurven uns dann wieder da lang. Weil die Frage, wie gehen wir da rüber? Wir müssen ja fast schon hier dann mit einer Brücke dann rüber, ne? Ja. Ja. War es nicht mit M? Really? War es nicht mit M und N? Das ist blöd. Was ist ein Minus? Absenken, anheben, absenken mit das M und N. Ja gut, dann machen wir es halt oldschool, wenn es nicht will.
Das war bestimmt zu nah. Technisch passt das. Und dann können wir jetzt wieder runtergehen. Vielleicht schon mal die Kurve. Oh Gott, jetzt bin ich immer noch hier oben, oder? Na, das geht. Will möglichst schnell runter. Hallo. Oh Gott. Ist ja schlimmer als das andere da. So. Jetzt muss ich wieder gerade bleiben. Dankeschön. Oh, really. Egal, machen wir das so. Das ist zwar jetzt ein bisschen hügelig, aber ist halt so. Holy. Also wir brauchen jetzt mittlerweile noch jemanden. Oh Mann. Morrowind ist auch voll. Oh Gott, was heißt ich habe vergessen, weiterzumachen. Das Geld fließt mittlerweile so rein. Das ist sehr schön zu sehen. Deswegen zieht jetzt sogar mittlerweile die Straße. Die Straße, genau. Die Linie einfach geradezu. Das wird. Oh Mann. So, die Frage, reicht das platztechnisch aus? Nee, ne? Schade. Schade. Das hat nicht so schön gedreht. Schade. Dann stellen wir es einfach mal hier hin. Zack. Was wir kaufen. Was haben wir mit dem Ghoul? Nee. Bleiben dabei. Jetzt brauchen wir einen Rungenwagen für die Kohle. My bad, ich wollte nur Kohle nehmen. Kohle. So, jetzt haben wir 1-1. Lassen wir es einfach mal dabei, ob es einfach so kurz ist, die Strecke. Vergleichsweise. Bitte noch hier. Cool. Das reicht aus, perfekt. Aber dann können die schon mal hier stapeln, den Bedarf an Kohle. Und ja. Wollen wir nicht drüber reden, oder? Wie sieht es denn hier aus im Lager? Okay, das Lager ist. Ups, nein, Bretter. 1, 2, 3. Das sollte jetzt vielleicht reichen. Planks. Wir müssen da mal was loswerden, würde ich sagen. So, 1,2 Millionen. Die Kohleroute, die sollte jetzt auch. Ja, da wartet doch schon wieder einiges. Jetzt sollen wir uns da einfach mal. Rein. Gucken, wie es ordentlich, wie es quietscht und wo es quietscht.
wartet doch mittlerweile schon wieder ordentlich was. Finanzen sieht gut aus, bringt gut Geld ein. Da köpft sich jetzt gerade wieder hoch. Ja, da können wir eigentlich schon fast. Weiß ich nicht. Das ist auch schon voll. Okay, da. Das ist schlecht. Falsches Spiel. Ja, zumindest schon mal hier so ein bisschen so streckenmäßig so ein Teil davon auslegen. Von der anderen Strecke. Dass wir uns den Kohlezug holen können, das dauert dann sowieso noch. Perfekt. Haben wir das auch schon mal. Dann warten wir, bis wir 12 Millionen. Ach, 12 Millionen. Bis wir 2 Millionen oder so haben oder ein bisschen mehr. Wir können ja schon mal die neue Linie setzen. Ging das da? Nee. Ach, was ich hier? Andere Übersicht, ne, meint. Neue Linie von hier nach dort. Und das ist dann die Iron Line, so wir sehen. Das lassen wir einfach mal offen. Das kommt das überhaupt irgendwie hier weg oder bleibt es immer gleich viel? Okay, perfekt, die Kohle wird direkt dort gelagert. Nice. Heilige Scheiße. Ist halt schon ein bisschen viel, ne? Puh. Oh mein Gott. Mittlerweile 88 sind da drin. Das Lager sieht jetzt ein bisschen voll aus. Ist halt die Frage, wird das jetzt noch weiter gestapelt oder nicht? Oh Gott! Warte, safe. Scheinbar ja. Ja, jetzt müssen wir schon mal ein bisschen anfangen mit dem Zug. So, dann Wagen brauchen wir wieder den offenen Güterwagen. Diesmal für Eisenerz. Ah, der andere hat einen 28. Oh Gott, oh Gott. Der hat einen. Ups, habe ich ein bisschen zu viel genommen. Das ist ein bisschen länger. Ich würde noch zwei dazu nehmen wollen. Ich bin das erstmal dabei. Das ist halt die Frage, das hat eine Frequenz von 5 Minuten, die Kohlelinie.
Wooden Planks hat eine von. Nee, Wooden Paths hat eine von 10 Minuten. Ja, das passt. Wenn das andere auch 5 Minuten sind, dann. Das reicht mit einem mehr. Oh, 6 Minuten. So viel mit der Produktion dann passen. Wobei wir halt auch schon ordentliche Bretterlage gemacht haben, ne? So, zack, der letzte. Und jetzt, zuweisen der Iron-Linie. Da ist also auch schon was vor Ort. Heißt, ich würde sagen, ups, wir setzen einmal mit rein und schauen uns mal so ein bisschen an, was wir da so produziert haben. Die Schönheit lassen wir mal komplett außer Acht, weil das ist einfach nur simples Kampagnengedöns. Das ist ja kein Schönbau und so weiter, von daher. Slash-Ignore, was das betrifft. Oh Gott. Das Geld geht weg wie warme Semmeln. Ausnahmsweise würden unsere Geldgeber beide Augen zudrücken. Ja, und ja, ja. Klappe. Das ist aber definitiv das letzte Mal. Brauchen wir nicht. Das war auch schon ein ganz smoother Ride, wollte ich gerade sagen. Ich denke, die Produktion wäre sogar besser vom Holz. Ich bin verwirrt. Vor allem, weil der Radius schon mittlerweile bis hierhin geht, aber halt nicht zum Bahnhof. Das ist halt die Frage. Geht das denn automatisch hierhin? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber das geht halt auch mittlerweile nicht mehr hierhin. Hä? Was ist das? Wir haben 58 Bretter hier rumliegen. Warum gehen die Bretter nicht mehr hier hin? Ist doch dämlich.
Also die Bretter gingen ja gar nicht mehr weg. Was hat denn der jetzt innen drauf? Der hat Holz drauf. Was passiert hier gerade? Was soll denn das? Sehe ich das richtig? Wir bekommen jetzt keine Bretter mehr. Das ist ja jetzt richtiger Käse. Was ist, wenn wir diese Linie konnte man die nicht irgendwie kann man nur löschen? Kann man die nicht mal deaktivieren? Wooden Planks. Schicken wir es einfach mal ins Depot. Mal gucken, was passiert. Das ist doch halt echt wieder absoluter Blödsinn. Man sieht aber nicht, ob das jetzt irgendwie da angeschlossen ist, bevor man das macht, ne? Testen wir einfach mal was. Nur ab hier gehen. Nein, aber die Verbindung dort nicht mehr. Dann müssen wir das nach hier verlegen, weil das ist ja kompletter Humbug. Probieren wir es einfach mal. Und von hier eine verdammt scharfe Kurve.
Bessere Verbindung halt dazu, ne? Nimm den mal raus und setzen den noch hier. So, in der Hoffnung, dass er das jetzt nach dort auch hinpackt. Hey. Und dann werden wir gleich sehen, versuchen. Hey. Aber der ist doch jetzt in der Range. Was ist das jetzt? Was ist denn jetzt das Problem? Bin komplett verwirrt. Ich bin komplett verwirrt. So. Versuche mehr Stahl abzutransportieren. Okay. Okay, das kriegen wir hin. Sofern das nicht wieder rumpackt hier. So, Straßenfahrzeuge kaufen, dann möchte ich das aber nur auf auf Stahl. 1, 2, 3. Dann weiß ja nie, neue Linie von hier nach dort. Ja. Kann aber nicht ablehnen. Was ist denn das? Ich will Kredit aufnehmen. Ja, ich weiß es gerade nicht. Demnach können wir auch. Was ist demnach können wir auch? Erstmal hier. Perfekt, Stahl geht dahin. Das ist schon mal super, dass es funktioniert. Eine Linie, die funktioniert. Und da hinten, das funktioniert auch. Da haben wir es mittlerweile auch. Ein zumindest. Hier soll jetzt gleich langsam Stahl ankommen. Das heißt, wir können auch endlich Maschinen produzieren. Ah, Stil. Klar, was noch sonst? Dann können wir auch direkt schon mal eine neue Linie machen. Hier nach dort. Und das sind dann Machines. Die Produktion ist erfreulich angelaufen. Doch zwischen George Westinghouse und seinem Kontrahenten Thomas Edison tobt ein erbitterter Kampf um die Vorherrschaft im Geschäft mit der elektrischen Energie. Mhm. Während unser Freund alles daran setzt, die Erforschung des Wechselstroms voranzutreiben, favorisiert Herr Edison den Gleichstrom. Und der bescheidene Geist des Bürgers fürchtet die Elektrizität so oder so wie den leibhaftigen Satan selbst. Sorgen wir dafür, dass unser Freund George Westinghouse im Kampf gegen seinen Kontrahenten einen glorreichen Sieg davonträgt. Überzeugen wir die Leute vom richtigen System. Denn wer in diesem Stromkrieg das Rennen macht, der beherrscht den ganzen Markt. Ja, aber das machen wir noch nicht jetzt. Denn wir versorgen
Zumindest schon mal provisorisch, falls wir es überwachen sollen. Dann machen wir mal zwei. Versorgen wir Monroeville mit Maschinen. So, Fragezeichen. Dafür müssen wir natürlich erstmal wieder hier rüber eiern. Und gucken wir mal, was die in Eastern so haben. Thomas Edison hegt düstere Pläne, um das Wechselstromsystem vom Westinghouse in der Öffentlichkeit zu diskreditieren. Gerüchten zufolge soll ein gewisser Harold Brown in einem geheimen Labor irgendwo in Pittsburgh obskure Experimente durchführen, um den Wechselstrom in Verruf zu bringen. Vielleicht wissen die Bewohner mehr. Folge hinweisen, um das Labor von Harold Brown aufzuspüren. Ja, nee, doch, oder? Moment, Central, ja, Central. Eine Anwohnerin hat von einer Menschenansammlung berichtet, in deren Mitte Dr. Brown gestanden und streunende Hunde mit Wechselstrom getötet habe, um dessen Gefährlichkeit unter Beweis zu stellen. Die meisten streunenden Hunde soll es in Southside geben. In der Southside, alles klar. Frage ist, welcher von den Punkten ist das jetzt? Okay, das ist der vordere. Große Teile der Bevölkerung fürchten sich noch immer vor dem elektrischen Strom. Wir müssen die Leute davon überzeugen, dass die Elektrizität keine Gefahr, sondern ein Segen für die Menschheit ist. Zum Beispiel, indem wir ihnen ein neuartiges Transportmittel zur Verfügung stellen, das schon bald alle begeistern wird. Ja, das kriegen wir doch hin. Würde ich sagen, ich baue sie in die Richtung aus und in die, da würde ich sagen, bauen das Depot hier oben, Tram Depot, so, jetzt müssen wir natürlich die, Straßen gleich noch mal ein bisschen upgraden. Automatisch, okay. Ist halt die Frage, ist das automatisch und automatisch? sind das jetzt kleine Straßen? Ach, hier upgrade. Nee. Da wollte ich hin. Nee. Da wollte ich nicht hin. Wollte ich hier hin? Ja, hier wollte ich hin. Wir führen die mal einmal so drumherum. Dann hier hin. Und dann machen wir hier eine Kurve. Fahren wir hier nochmal einmal rum. Haben wir auch möglichst viele Leute potenziell bedient. So, Bushaltestelle, Tramstelle. Da vorne ist die Kurve, heißt hierhin, hierhin, hierhin. Möglichst viele Stops, damit die merken, okay, das funktioniert ja doch super mit dem Stoppen. Funktioniert ja doch super. So, hoppala. So. Tram. Schade, das ist jetzt alles. Ja, hätte ich vielleicht echt auf. Doch wieder zurück auf Englisch stellen sollen, bevor ich es hier geschadet habe. Aber egal. Mach ich dann beim nächsten Mal. So. Tram. In der Southside war das, ne? Tram 1. Tram 1, ja, an der Southside. 1, 2, 3, 4, 5. Passt.
Hä? Linie 1? Jetzt vergessen zu speichern. Linie 1. Tram Line 1. So, haben wir das schon mal. Müssen wir nur noch befördern. Befördern. Hier soll man nämlich hin. Dr. Brown wird immer dreister. Nun soll er an einem Stuhl arbeiten, der Menschen mittels Stromstößen tötet. Da hilft nur ein Sabotageakt. Sein Labor muss zerstört werden. Es heißt, es liege am nördlichen Ufer des Flusses. Am nördlichen Ufer des Flusses. Oh Gott. Nein. Was ist das? Wir sind so schön, ne? Ja. Das war Medaille Nummer 2. Hervorragend. So, Pittsburgh Southside sind wir gerade dabei mit der Elektro-Tram. Das wird noch dauern. Dann können wir mal gucken, was die in der Northside so wollen. Ein gigantischer Generator, der so gigantische Blitze erzeugt, will wohl mit gigantischen Mengen an Kohle gefüttert werden. Der Cheftüftler unseres Geschäftspartners, ein gewisser Nikola Tesla, braucht Tonnen an Kohle, um die Generatoren für seine Experimente mit der Wechselspannung am Laufen zu halten. Es eilt. So, apropos es eilt. Da wir mittlerweile 15 oder 27 haben, sollte ich mal zumindest... Ja, zumindest... schon mal das eine Video auf nicht gelistet hochladen. Das dauert ja nochmal ein bisschen. Ups, nein. Das hochladen, zack. Wo haben wir's? Da. Das Produktionsvolumen entwickelt sich erfreulich. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Die Beschäftigten in der Fabrik unseres Freundes haben ihre Arbeit niedergelegt und weigern sich, auch nur einen Finger krumm zu machen, solange ihre Forderungen nicht erfüllt sind. Sie verlangen nach höheren Löhnen, kürzeren Arbeitszeiten und besseren Sicherheitsvorkehrungen. Was tut man in einem solchen Fall? Moment, da nicht gelistet. Ja, das sollte reichen. Dauert etwa eine Stunde. Passt. Jetzt sind wir fertig oder noch nicht? Hab ich mir davon nicht schon Dings... Ne, hab ich noch gar nicht. Oh, verdammt. Dann machen wir mal fertig. So. Kosten von 500.000 hier, ne? Voll schön. Streik auflösen geschafft. Waren das denn die Northside? Was wollten die Northside? Kohle an Tesla. Das Labor von Tesla ist hier. Boah, fahren wir da. Okay, jetzt machen wir es mal wieder spannend. Die Range ist da. Wo ist es jetzt am günstigsten? Hier ist es am günstigsten. Oder relativ günstig zumindest. Dann verbinden wir das Ganze. Ich dachte, wir verbinden das Ganze. Range reicht aus. Perfekt. So, wir lassen es mal auf normal laufen, damit wir zumindest schon mal ein paar Leute bekommen. Für die 100. Kohle sollten wir nämlich relativ schnell bekommen. Also die Kohle. Die Kohle müssen wir uns halt immer relativ schnell abschließen können. Wir fahren lieber oben drüber.
Höhlenprofil vergessen. Ups. Zack. Hier so lang. Was? Achso, das ist. Oh Gott, das ist das Höhlenprofil. Ich dachte, was habe ich denn auf der Straße gemacht? Auf die Schienen gelegt. Wir sind doch noch Dampf, wir sind noch nicht. Keine Ahnung. Elektrik oder sowas. Wir haben keine besonderen Systeme hier drauf. Aber das ist schon mal gut, dass die Kohle so extrem produziert wird, denn wir müssten da jetzt ein bisschen Kohle abzapfen. Ups. Was machen die Linien? Wooden Pass bereitet einem noch ein bisschen Sorgen. Also wir werden. Was ist denn? Wir werden jetzt. Wir werden. Hier. Und hier ein Signal hinstellen. Mehr brauchen wir nicht. Wobei. Also. Ja. Oh, das ist safe. Im Radius passt das sogar. Da wir nicht genügend Kohle haben, machen wir wieder mal ordentliche Beschleunigung des Ganzen. Hoffen, dass es immer noch Ewigkeiten dauert. Schon mal den einen mit. Der Wagen, nur Kohle. Ich würde sagen, wir gehen einfach auf 25, dann sind es 4 Touren. Das ist, denke ich, ganz in Ordnung. Wir haben so eine Überproduktion. Wieso verlieren wir jetzt ganz viel Geld? Wir haben schon was eingenommen hervor. Ich stecke den nicht einfach so los.
Sprungwagen. Aha. Nice. Haben wir schon mal zwei überzeugt. Ja, passt. Mehr wollte ich sowieso nicht. Linie zuweisen, neue Linie. Zack. Und... Ach du heiliger Bimbam. Tesla. What the? 245, nur für die eine Route. Ja gut. Soll mir recht sein. Wo haben wir denn jetzt den Zug? Das Batterie ist schon hier, okay. Was das Ding ist mittlerweile hier schon für was? Ja, hervorragend, 20. Ist er jetzt voll? Ja, relativ voll. Okay, das heißt, wir könnten im Prinzip auch schon erweitern, aber... Weiß nicht, lohnt sich das? Oh Gott! Ach du Scheiße! Straßenfahrzeug kaufen. Oh, Dampflastwagen. 25, 20. Da kann auch sogar mehr. Machen wir Abtransport. 1, 2, 3, 4, 5. Machines. Und 1, 2, 3, 4, 5. Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Stahl, 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 Stahl. Dinge zuweisen, Stil. Monroe will. Ja, ne, Landnutzung nimmt ab. Okay. Aber es sieht schon mal ziemlich grün aus, ist schon mal sehr schön. Hat sich denn das mit der Landnutzung eigentlich geändert oder weswegen? Nee, okay, die sind schon stärker. Nachschubbewertung, okay. Maschinen 25% Qualität, Arbeitnehmer 988.
11% mittelmäßig, der Güterversorgung von schlecht bis hervorragend. Puh! Also ich bin ja. Alter Verwalter. Da freue ich mich schon drauf bei dem anderen Projekt, das ich noch gar nicht angefangen habe. Was ich wahrscheinlich. Oh Mann! Das kommt hier gar nicht weg. Sechsundneunzig. Und hier sind wir schon auf der zweiten, auf der höheren Stufe sogar, deswegen. Oh Mann. Monorail hat immer noch nur 982, okay. Ja, vorher auch so in dem Bereich. Wir sind immer noch bei 25? Und, oh Gott, das dauert echt ewig. Straßenverkehr. Niedrig, okay, ja gut. Was? Straßenfahrzeug 4. Können wir jetzt schon mal machen. Das müsste Monorail 1 sein. Fahrzeugersatz. Das auch schon mal. Ja. Die ganze Versorgung mit den Nahrungsmitteln und so weiter, da freue ich mich schon riesig. In Anführungszeichen riesig drauf, wenn wir uns dann an dieses, nennen wir es mal Kampagnen, ach Kampagnen, an wenn wir uns dann das Achievement Hunter Ding setzen. Das wird auch spaßig. Safe, okay, zwei Touren noch, dann haben wir das auch geschafft. Wir warten wie viele? 77. Wir warten wie viele? Auch 77. Wenn der Zug das nächste Mal kommt, dann schicken wir ihn mal wieder rein und stocken wir ordentlich auf. Oder nee, gar nicht. Gar nicht wahr. Abgesehen davon, dass ich sowieso gerade auf der falschen Linie bin, wir holen uns einfach einen neuen. Ups, das ist scheiße. Oh Mann, das war jetzt Fail. 1, 2, 3. War auch 48er, ne? Ja. Ja. Monroeville Pittsburgh. So, jetzt Monroeville Pittsburgh Central. Das sollte passen. Das passt. Das wird schon schief gehen. Wird aber mal warten müssen und so weiter, aber passt schon. So, 96 wird auf alle Fälle ausreichend sein. Ja. Ja. Haben wir die Holzlinie? Ne, Iron. Trotzdem fahren wir einfach ins Depot. Ich möchte da einfach mal just for fun Eisenerz den ein bisschen erweitern. 148 Meter, 91, okay, machen wir es auf 100, da haben wir 236. 169 Meter und ab wieder zur Iron-Linie. Passt die überhaupt eigentlich in den Bahnhof rein? Einfach mal so. 160, okay, passt die in den Bahnhof. Well.
Ja, nehmen wir es einfach mal als Einnahmequelle. Aber passt schon. Das ist ja eigentlich auch nur so spaßeshalber jetzt einfach gerade mal passiert. Das ist eigentlich die Kohlelinie mittlerweile zum 2 auf der Struktur. Ja, da haben wir gleich zumindest die Bezirke überzeugen auch geschafft. Heureka! Die Bevölkerung Pittsburghs scheint endlich von der Idee des Wechselstroms überzeugt zu sein. Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten. An den Niagarafällen soll bald ein Wasserkraftwerk Strom produzieren und die Betriebsgesellschaft ist auf der Suche nach jenem Mann, der dieses Kraftwerk zu bauen vermag. Das kann nur einer Pittsburgh sein. Liefern. Wenn es George Westinghouse gelingt, seinen Absatz noch ein klein wenig zu steigern, wird er den Zuschlag erhalten und damit endgültig den Sieg im Stromkrieg davontragen. Während wir die Beteiligungen an seinem Unternehmen davontragen, die einiges an Wert gewonnen haben. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Sieht es so in Ordnung, aber die Maschinenroute. Da werden wir die Dampffahrzeuge zu einer neuen Linie machen, die von hier nach dort geht. Und das ist dann Machines for Pit. Oh, Pittsburgh. So, das haben wir dann gleich schön geschafft. Dann müssen wir nur noch das Ganze für Pittsburgh machen. Pittsburgh. Ist jetzt die Frage, muss das jetzt nach Central? Wo muss das hin? Nach Pittsburgh, ja. Ja, nee, das ist mir schon klar, nach Pittsburgh. Also einfach nur noch, just nach Pittsburgh. Weil ich muss ja eigentlich nur produzieren, kann das nicht sein? Ich glaube, ich muss gar nicht da irgendwie hinfahren. Belassen wir erstmal dabei, produzieren wir die erstmal und machen hier vielleicht das Lager ein bisschen voll. Ist eigentlich hier noch irgendwie was? Nee, Produktion passt. Aber die Frage, woran liegt das? Wooden Pass könnten wir mal erweitern mit Holz und so weiter und Brettern. Ach, jetzt habe ich das zugemacht, das wollte ich auch gar nicht. Millionen bringt uns der, das ist sehr viel. Beziehungsweise sehr nice, ja. Ja, machen wir mal wieder hier. Zack, ratzfatz. Keine Zeit verlieren.
Ist die Frage, ob wir es gleich mit einer Linie machen muss noch nicht, aber das werden wir gleich sehen. Nein, ich wollte hier drauf drücken. Wie für Machines for Pittsburgh. Wartet nichts. Überraschenderweise. Yeah. Da wartet ein bisschen, ne? Nicht viel, aber ein bisschen. Doch mal gucken, wir steigern die Produktion gleich hier von. So ein Abtransport. Auch wenn es irrelevant ist. Okay. Was hier jetzt gerade passiert ist. Was machen wir da? 76 haben wir jetzt. Auto safe. Wait a second. Das Transport hier. Okay. Scheint es besser zu gehen. Whatever. Was wollen wir jetzt wieder war? Manche Sachen muss man nicht verstehen. So, da ist ein freier Weg. Also eigentlich den Kohlebedarf mal ein bisschen aufstocken, ne? Geht andersrum, okay, dann machen wir es gleich. Züge kaufen, 78 Meter. Offener. Weil wir können auch. Ne, wir sind ja bei Rungenwagen. Ist ein bisschen länger her. Auf ungefähr 160 Meter. Es
ersetzen die mal. Okay, der 172 Meter passt schon. Wooden Pass. Bevor er jetzt wieder was aufnimmt, schicken wir mal kurz zum Depot und. Ne, Moment, wir haben keine Kohle, never mind. Hoppla. Dampfen so eine Wette. Ja, schon was. Also, Moment. Habe ich nur da so das Gefühl? Oder kann man... Ein voller Erfolg. Oh. Ganz Pittsburgh ist elektrifiziert. Der Siegeszug des Wechselstroms ist nicht mehr aufzuhalten. Nice. Der Stromkrieg ist gewonnen. Na ja, gut, das hätten wir natürlich auch hinbekommen, ne? Also wenn wir es gemacht hätten. Ne? Bis zum Jahr 1890, gut, das haben wir scheinbar nicht geschafft. Überschüttet das dann mit Kohle, das haben wir, hätten wir auch machen können. Aber mussten wir prinzipiell nicht. Also kann man eigentlich prinzipiell zwingen, dass die Industrie quasi dort baut? Na gut, das werden wir irgendwann erstmal erfahren. Ja, jetzt sehen wir schon mal, was wir das beim nächsten Mal machen. Dann machen wir das Szenario Panama-Kanal. In 80 Tagen um die Welt war gestern. Heute muss das schneller gehen, wenn der globale Handel erblühen soll. Die transkontinentale Eisenbahn ist schön und gut, aber für die beständig wachsenden Bedürfnisse und die großen Mengen von Transportgütern viel zu ineffizient. Dort gibt es ein Projekt, das Abhilfe verspricht. Ein Schiffskanal, der die Ozeane im Osten und im Westen verbindet. Auf diesem Wege lassen sich große Mengen an Fracht ganz einfach und bequem transportieren. Wer diesen Kanal kontrolliert, kontrolliert den globalen Handel und damit die ganze Welt. Stolz der Nation, mache den Konsequenzen stolz, indem du dafür sorgst, dass der Kanal vor 24 fertiggestellt werden kann. Zuschüsse sichern, achte darauf, dass du keine Möglichkeit auslässt, dir das zur Verfügung gestellte Geld auszugeben. Der Kontostand sollte nie auf einen achtstelligen Bereich anwachsen. Das heißt, wir müssen immer unter 10 Millionen bleiben. Oder? Ne, oder unter 100 Millionen? Jetzt bin ich im Moment. Ne, doch, unter 10 Millionen müssen wir bleiben. Rette den Goldfisch, begeistert den Doktor. Erdrutsch, werde ich so schnell durch die Culebra-Passage, Grebris, einen Erdrutsch, aber das zeugt doch von viel Motivation. Steigere die maximale Produktion der Steinbrust auf das Vierfache. Und gerechte Verteilung sorge dafür, dass die Menge an Schutt in der einen Senke höchstens doppelt so groß ist wie in der anderen. Ja gut, das werden wir noch sehen beim nächsten Mal. Aber ich werde auch das jetzt machen. Das war dann doch schon... Oh, gut, das war schon ein relativ langes Video. Hätte auch länger gegangen, wenn man nicht die Beschleunigungsfunktion hätte. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal von Kampagne Amerika. Dann machen wir den Panama-Kanal, beziehungsweise wahrscheinlich Panama-Channel oder Channel of Panama. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich werde es auf alle Fälle vorher nochmal umstellen, sofern ich dann denke. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Resttag. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!